Deshalb ist es auch unverantwortliche Rentenpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie das, nein, lieber Kollege Matthias Birkwald, Generationen gegeneinander ausspielen, das tut nicht derjenige, der auf Tatsachen hinweist, sondern das tut derjenige, der diese Tatsachen schafft. Und das ist die Große Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie das langfristig finanziert werden soll, da bleiben Sie bis heute jede Antwort schuldig. Ich spreche die SPD ganz konkret an. Kehren Sie doch zurück zur Tradition der Rentenpolitik eines Franz Müntefering. Der hat schon am Anfang Ihrer Rentenpolitik sehr zutreffend gesagt, als Sie angefangen haben, in der Partei darüber zu diskutieren, sehr zutreffend gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Da muss man nicht Mathematik studiert haben, da reicht Grundschule Sauerland. Der Mann hat recht, kehren Sie um. Vogel, nach dieser Rede bin ich wirklich froh, dass die FDP sich entschieden hat, nicht zu regieren und dass sie nichts im BMAS zu sagen haben. Und nun zum Rentenniveau, von dem Sie ja immer sagen, das wäre alles unwichtig. Das Rentenniveau ist die wichtigste Stellschraube im gesamten Rentensystem. Ja, Herr Bundesminister Heil, Sie wollen endlich den Sinkflug des Rentenniveaus für 7 Jahre stoppen. Das ist übrigens ein Erfolg von Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Linken, aber ich finde es trotzdem gut. Aber, Herr Minister, dass Sie die Beitragssatzbremse einführen wollen, das ist überhaupt keine gute Idee. Hören Sie nicht auf Herrn Vogel. Vor 20, 25 Jahren, als Norbert Blüm sagte, die Rente ist sicher, da gehörte ich zur jüngeren Generation, die dann nicht überlastet werden durfte. Jetzt bin ich 52 Jahre und ich kann nur sagen, ich und meine Generation der Babyboomer, die diesen Laden im Moment ganz überwiegend hier im Land am Laufen halten, wir haben es satt, als Klotz am Bein für die Zukunft gesehen zu werden. Wir haben es satt, als Belastungsfaktor nur dargestellt zu werden, wenn es um unsere Alterssicherung geht. Und das kriegt man nur hin, wenn man auch eine tragfähige, langfristige Politik betreibt, die ich leider ein Stück weit in der Tat vermisse. Wir garantieren für die nächsten Jahre ein Rentenniveau von 48%. Das bedeutet, Renten und Löhne entwickeln sich wieder in Gleichklang. Nun gibt es ja Schlaumeier bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und anderswo, die behaupten, das sei gar nicht zu finanzieren. Es ist kein Naturgesetz, sondern es ist eine politische Entscheidung, wie viel uns eine solide Alterssicherung wert ist. Und wenn Ihre Vorstellungen der Rentenfinanzierung darin bestehen, dass jeder eintreten kann ins Rentenalter, wie er selbst will, dann bluten Sie letztendlich die Finanzierungsgrundlage der Rentenversicherung aus. Das muss man hier auch mitsehen. Natürlich. Und der Kollege Birkwald hat wieder die sozialistische Leier losgelassen, alles in die Zukunft zu verschieben. Wir stehen dafür, dass sichere Renten auch deshalb guten Bestand haben, weil es wichtig ist, dass die Menschen auch einen Eigentumserwerb tätigen können. Höhere Beiträge, wie Sie letztendlich propagieren, bedeuten, dass die Menschen keinen Eigentumserwerb mehr dann leisten können. Ja, natürlich. Man kann ja nur das Geld einmal ausgeben. Wie sehr zum Beispiel auf das Rentenniveau, lieber Kollege Birkwald, abgestellt wird und gleichgesetzt wird, sinkendes Rentenniveau heißt sinkende Renten. Das Gegenteil ist der Fall. Und da kann ich leider auch die SPD nicht ganz ausnehmen, weil ihre Fraktions- und Parteivorsitzende im Sommerinterview gesagt hat, ich zitiere, der Wertverlust der Rente hat den Leuten in den letzten Jahren zu Recht immer mehr Angst eingejagt. Das ist falsch. Doch, Herr Birkwald, die Rente ist seit 2008 bis letztes Jahr nominal um 16% gestiegen. Wenn ich die Inflation abziehe, sind 11%, bleiben noch real 5% mehr übrig. Im gleichen Zeitraum ist das Rentenniveau aber um 5% gesunken. Das zeigt, dass Rentenniveau und Rentenhöhe nichts miteinander zwingend zu tun haben, sondern das sind zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Ich kann Sie nicht mehr hören. Ich kann Sie nicht mehr hören. Die Koalition der Schwarzmaler von Grünen, Linken und AfD. Die gesetzliche Rentenversicherung garantiert bereits seit Jahrzehnten, dass die Menschen in Deutschland im Alter gut abgesichert sind. Zu zynisch ist es, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, in Ihrem Gesetzentwurf behaupten, Sie würden durch eine Ausweitung der Minijobs das Armutsrisiko in Deutschland verringern. Fakt ist, dass gerade die vielen Minijobs das Armutsrisiko für die Betroffenen immer weiter in die Höhe treiben. Genau.
Und was heißt es denn jetzt eigentlich beim Minijob? Diese Jobs sind die Altersarmutsfalle Nummer eins. Und jetzt wollen Sie die Minijobs auch noch ausweiten auf 550 Euro. Minijobs bedeuten Minirenten. Und daher droht vielen Frauen Altersarmut. Und im Übrigen sind Minijobs dann häufig auch noch eine berufliche Sackgasse. Und genau diese Realität sollten Sie, die FDP, endlich zur Kenntnis nehmen. Es reicht eben nicht aus, wenn Minister Altmaier sich regelmäßig als neuer Ludwig Erhard inszeniert. Es reicht eben nicht aus, dass die Handvoll Wirtschaftspolitiker, die Sie noch in Ihren Reihen haben, nach solchen Debatten wie heute kommen und sagen, ihr habt ja eigentlich recht von der FDP, aber die SPD lässt uns nicht. Noch sind Sie in Bayern nicht unter 30% gefallen. Deswegen machen Sie endlich wieder Politik für die Leistungsträger in unserem Land und honorieren Sie unternehmerischen Einsatz im Tourismus und darüber hinaus. Jetzt hören Sie doch wirklich mal auf, Sie sind echt ein kleiner Schreihals. Nee, jetzt reicht's. Jetzt ist der Herr Aumer dran und der redet jetzt und basta. Ich sage basta, darf ich sagen? Ich möchte gerne, dass man den Kolleginnen und Kollegen zuhört. Sie können draußen alle Ihre Gespräche führen, aber ich finde, es hat jetzt in der Zwischenzeit eingerissen, dass auf eine Art und Weise, während Kolleginnen und Kollegen versuchen, ihre Gedanken auszuführen, das in Paralleldebatten im Plenum ausartet. Und ich versuche das zu regeln und deswegen, basta ist ein falsches Wort, gebe ich recht, das haben andere gesagt, das ist nicht mein Wortgebrauch, deswegen aufhören. Gut. Dann mache ich weiter, Frau Präsidentin, vielen Herzen. Bitte, der Sound war vorher unglaublich schlecht bei allen, die die Kurzintervention machen. Nehmen Sie das Mikro wirklich vor und so direkt rein. Ungefähr so, ja. Frau Präsidentin. Drittens, die enorme Einwanderung von mehr als 1,8 Millionen meist illegaler sogenannter Flüchtlinge in unser Land. Die daraus folgenden Entwicklungen waren für die Merkel-Regierung immer klar erkennbar. Passiert ist nichts, absolut gar nichts. Diese Wohnraummisere war vermeidbar. Der von den Grünen eingebrachte Antrag soll nun die bestehenden Wohnprobleme lösen. Wird er aber nicht. Es befinden sich noch immer mehr als 500.000 geduldete, abgelehnte Asylbewerber in unserem Land. Und es ist unsere verdammte Pflicht, dem Recht Geltung zu verschaffen und diese Menschen in ihre Heimatländer zurückzuführen. Mehr als 1,8 Millionen Menschen sind darüber hinaus in unser Land geflüchtet, allein 700.000 aus Syrien. Ich frage mich daher, Mr. Seehofer, hat Ihr Ministerium jemals genau überprüfen lassen, ob eine Rückführung in die Heimat länger möglich ist und zumutbar? Moment, ich entscheide selber, was ich sage. Dass Sie das nicht ertragen, weiß ich. Gegen Ihren Antrag spricht das zugrunde liegende Weltbild vom Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Es ist aus der Zeit gefallen. Durch Ihren Antrag weht ein Hauch Charles Dickens, wenn Sie auf der einen Seite nur Schutz und wehrlose Mieter sehen und auf der anderen Seite geldgierige, geradezu Scrooge-haft böse Vermieter. Und ich will es auch mal ganz deutlich sagen. Was wir am Wohnungsmarkt derzeit erleben, das ist Erpressung und Enteignung von Mieterinnen und Mietern. Und dass diese Regierung nach 5 Jahren Amtszeit immer noch keine Antwort darauf hat, außer ein paar warme Worte und eine Showveranstaltung vor 2 Wochen, das ist einfach nur bodenlos. Keiner kommt einer Problemlösung auch nur ansatzweise nahe. Die AfD hat Antworten, jawohl. Hören Sie gut zu, dann können Sie eine Menge erfahren. Der durchschnittliche Mehrer des Bruttosozialproduktes muss seine Miete nämlich selbst erarbeiten, während der Wirtschaftsmigrant die Miete aus den Steuergeldern erhält, die die Erstgenannten erwirtschaften. Das führt, ach, woher kommt das denn? Wo träumen Sie bitte weiter? Das führt neben der grundsätzlichen Problematik auf dem Mietmarkt auch noch zu Mietpreissteigerungen, nicht nur durch die erhöhte Nachfrage, was ein reines Marktgesetz wäre, sondern einfach dadurch, dass dem Wirtschaftsmigranten die Höhe der Miete völlig gleichgültig ist. Er bekommt sie ja ohne eigene Leistung bezahlt. Das stimmt doch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Wovon träumen Sie weiter? Träumen Sie weiter. Kommen wir zu pragmatischen Erwägungen.
Erwägungen. Die Möglichkeiten, die Sie haben, nutzen Sie überhaupt nicht. Sie streuen den Leuten Sand in die Augen und sorgen nicht dafür, dass mehr Menschen, die es brauchen, bezahlbaren Mietraum finden. Da müssen wir nämlich bauen, bauen, bauen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass auch die Leute reinkommen, die es wirklich verdient haben. All das tun Sie nicht. Und deshalb fällt es den Leuten auf. Sie werden die Quittung spätestens in Bayern sehen. Noch stehen Sie voller Aussicht eines Scherbenhaufens. Am Montag früh oder am Sonntagabend werden Sie vor dem Scherbenhaufen stehen, weil die Leute erkannt haben, dass sie nur mit Nebelkerzen werfen und mit mehr auch nicht. Auf Wiedersehen. Was Sie beim Wohngipfel abgefeiert haben, sind völlig ungenügend. Hier liegt Totalversagen der Regierung vor. Sie verfolgt weiter die Ideologie des freien Marktes, wie wir es gerade auch von der FDP gehört haben. Das ist doch schiefgegangen. Schauen Sie sich mal Wien an. Dort sind 2/3 genossenschaftlicher und gemeinnütziges Eigentum. Und in der Weltstadt sind die durchschnittlichen Mieten 4 € pro Quadratmeter. Da sollten wir mal ein Vorbild nehmen. Das hat funktioniert. Und bei Ihnen hat es eben nicht funktioniert. Die beiden Gesetzentwürfe bringen zusammen über 600 Seiten auf die Waage. Es sollen geändert werden über Daumen, ich habe nicht genau nachgezählt, so um die 170 Gesetze und Verordnungen. Von daher finde ich es sehr schade, dass man hier in der ersten Lesung einen Debattenpunkt draus gemacht hat. Das wäre gestern im vereinfachten Verfahren besser aufgehoben gewesen. Und um hier die knappe Zeit nicht noch weiter zu vergeuden, teile ich mit, dass ich wenig Sinn darin sehe, 4 oder 5 Punkte aus 170 rauszugreifen und hier in der Kürze der Zeit zu erörtern. Teile also lediglich mit, dass wir uns der Überweisung anschließen. Der wollte gerade sagen, das Präsidium bedankt sich für die Zeit, die jetzt aufgeholt werden kann, bei der AfD-Fraktion ausdrücklich. Als nächstes. Sie haben erwähnt, dass ich eine Privatpraxis habe und kassenärztliche Praxis nicht kenne. Das ist leider nicht der Fall. Ich hatte lange Zeit eine Kassenpraxis und musste es aus wirtschaftlichen Gründen wegen Regressen verkaufen. Da komme ich noch drauf zu sprechen, Herr Kollege. Ich glaube, da war anderes im Spiel. Kollege Schlund. Wenn eine medizinische Leistung eine halbe Stunde dauert und Sie rechnen davon 50 am Tag ab, dann finde ich es berechtigt, dass die Kassenärztliche Vereinigung sagt, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und das geht nicht. Und ich finde, das ist vollkommen berechtigt. Betrug werden wir nicht zulassen. Ich will die Einzelheiten jetzt gar nicht bringen. Nur auf einen Punkt, der stieß mir nun wirklich auf. Sie sagen, ja, das ist ja wie beim Gastwirt, da geht man vorher bei einer Feier hin und bespricht mit dem Gastwirt die Preise. Das mag ja sein. Der entscheidende Unterschied, und das macht es gerade deutlich, wie notwendig unser Antrag von der FDP ist, dass der Gastwirt sicher sein kann, das Geld, was er vereinbart hat, kriegt er auch nachher. Da kann sich kein Arzt sicher sein. Das ist das entscheidende Unterschied. Und dafür sollten Sie sich schämen und auch Ihre ganze Regierung. Kollege Kraus, wollen Sie antworten? Ich sehe, das ist der Fall. Sie haben das Wort. Die Budgetierung gibt es ja nicht erst seit heute, sondern es ist ja geschildert worden, dass die seit 25 Jahren gibt. Sie haben in der letzten Zeit zweimal den Minister gestellt. Dort haben Sie immer nur die Lippen gespitzt und nie gepfiffen. Hätten Sie es gewollt, hätten Sie doch die Budgetierung auch angehen können und das abschaffen können. Das haben Sie nicht gemacht. Ich glaube auch aus gewissen Gründen heraus, weil Sie wissen, es geht eben nicht so einfach, in die Tonne zu drücken, das System. Das kann sein. So, und insofern finde ich auch, man kann auch über Argumente gern streiten. Ich habe immer ein Problem damit, wenn man im Deutschen Bundestag den Eindruck erweckt, als ob man selber die Intelligenz mit Löffeln gefressen hat. Ich finde, ein bisschen Demut tut diesem Haus auch ganz gut. So viele Fehler und Ungereimtheiten in einem so kurzen Text, das ist wirklich bemerkenswert. Das geht schon in der Überschrift los. Aussetzung der Budgetierung für Ärzte heißt es dort. Am Ende fordern Sie die Bundesregierung aber auf, die Budgetierung abzuschaffen. Also was jetzt? Aussetzen oder abschaffen? Ist die unsinnige Behauptung, dass es eine ausschließlich ökonomisch begründete Einschränkung der Therapiefreiheit des Arztes gebe? Wollen Sie damit wirklich ernsthaft behaupten, dass Ärztinnen und Ärzte den Patienten medizinisch notwendige Leistungen und Therapien vorenthalten, weil sie zu teuer sind? Damit unterstellen Sie den Ärzten in Deutschland flächendeckend Verstöße gegen vertragsärztliche Pflichten, gegen Sozialrecht, gegen Berufsrecht und auch gegen das Strafrecht. Ich bin selber Ärztin. Ich bin selber Ärztin und ich verwehre mich da auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen gegen solche ungeheuerlichen Unterstellungen.
Selbstbewusstsein und die Eigenverantwortlichkeit des Bürgers. Könnten Sie mal für Ruhe sorgen? Ich höre mein eigenes Wort nicht mehr. Zwischenrufe sieht die Geschäftsordnung ausdrücklich vor. Das ist noch nicht so laut, dass das Präsidium Sie nicht hören kann, die Mitarbeiter und die Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Ich greife schon ein, Herr Kollege Dr. Okay. Herr Kessler, wenn es soweit ist. Ich bin solches Kraken. Aber ich kann Ihnen, ich unterbreche mal Ihre Redezeit, damit das kein Problem wird. Ich kann Ihnen versichern, dass die Anzahl der Zwischenrufe aus den verschiedenen Fraktionen sich in etwa die Waage hält und auch, was die Emotionalität dabei angeht. Gestern beim Diesel beispielsweise war es sehr klar erkennbar. Okay. Aber wenn Sie sagen, Sie fühlen sich durch diese Zwischenrufe belästigt, dann bitte ich einfach darum, dem Redner zuzuhören. Ja, ich hoffe, dass Herr Braun, dass Sie wirklich rücksichtsvoll sind. Darauf setze ich jetzt. Ja, ich bin einfach andere Umgangsformen gewöhnt. Also ich zitiere noch mal. Glauben Sie denn tatsächlich, dass eine gute Gesundheitsversorgung allein von Ärztinnen und Ärzten abhängt? Das ist nicht so. Das ist Retromedizin. Dass die AfD da eine tiefe Neigung zu rückwärtsgewandten Gesellschaftsbildern hat, das ist ja nun eingewebt bei Ihnen. Aber Sie, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Sie sind doch eigentlich zum Fortschritt begabt. Sie könnten doch da auch mal weiterkommen und nicht einzig und allein Klientelpolitik machen. Wenn ich Zuschauerin bei Phoenix wäre und hören würde, dass der Deutsche Bundestag jetzt über das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch diskutieren würde, würde ich wahrscheinlich einen Kaffee trinken gehen. Denn dieser Tagungsordnungspunkt verspricht keine sonderlich spannende Diskussion. Aber dieses Gesetz ist durchaus interessant für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Warten Sie doch einfach mal ab, Frau Künast. Und ich hoffe, das kann ich ein wenig verdeutlichen. Den Weg zu bringen. Aber was wir nicht brauchen, das ist sowas. Wir brauchen keine Hygienesmileys. Mit welchen Labels, Kennzeichnen und Ampeln wollen Sie eigentlich noch die Verpackung von Lebensmitteln zusätzlich zugleistern? Wir brauchen sicherlich nicht noch mehr Bürokratie, meine Damen und Herren. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen ein vereinfachtes Lebens- und Futtermittelgesetz. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, die AfD-Fraktion bezweifelt die Beschlussfähigkeit dieser Sitzung gemäß der Geschäftsordnung. Und ich bitte um Überprüfung. So, es ist natürlich spannend, dass die Vertreter dieser Fraktion bei Vortrag dieses Antrages gerade den Raum verlassen. Aber gut, auch damit gehen wir um. Wir haben Regeln dazu. Zuallererst wird jetzt mal das Präsidium sich beraten, inwieweit wir da umgehen. Und dann gibt es ja die Abstimmung, die im Moment gleich ansteht. Und Sie wissen, dass man die Abstimmung in der Sache, was dann die Ausschussüberweisung wäre, damit verbindet, gegebenenfalls, wenn wir die Beschlussfähigkeit von hier vorne nicht feststellen kann, die Beschlussfähigkeit festzustellen. Abgegebene Stimmen 154. Mit Ja haben 154 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein kein Abgeordneter. Es hat sich auch kein Abgeordneter enthalten. Zur Beschlussfähigkeit sind jedoch 355 Stimmen erforderlich. Das Haus ist somit nicht beschlussfähig. Auch dafür haben wir Regeln in unserer Geschäftsordnung. Infolge der Beschlussunfähigkeit hebe ich die Sitzung gemäß § 20 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages auf. Nach unserer Geschäftsordnung ist es möglich, dass der Präsident des Deutschen Bundestages noch am gleichen Tag nach Aufhebung einer Bundestagssitzung wiederum eine Sitzung einberuft. Der Präsident des Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, hat mir mitteilen lassen, dass er nicht beabsichtigt, für den heutigen Tag noch eine Sitzung einzuberufen. Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.